Sali Summer and welcome to Ivana Tinkle Speed Build Part Number 9, The Dark Room. Und weil wir im Dark Room sind und ich im Dunkeln Angst habe, nein, habe ich nicht, aber ich habe einen Gast. Hallo Benutzer. Hallo. Doch, ich habe Angst. Aber ich sag's nicht. Ja, was bauen wir hier heute? We are building the Dark Room. Das ist das riesen Kuppelding, da siehst du noch die Sonne. Ich weiß nur, du siehst bei deinem Ruckelorgel. Ja, ich sehe. Alles gut. Das ist mein toller Dom, den ich da hatte. Aber mit der Sonne kannst du vergessen, weil die Sonne braucht dezent Performance. Der Park ist ja sowieso am Limit. So, I like this dome. There was a sun inside, but the sun is using a lot of performance, so I deleted it. And it doesn't make sense to have a sun in a dark room. Das macht keinen Sinn. First of all, sorry for ruining the speed build. Sorry, dass ich da bin, aber der Batch hat gesagt, du musst da jetzt mit. Batch told me, hey, you have to be there and talk a lot of shit and everything's fine. So I'm here, ja, bin halt da und ja, bin da. Jetzt soll der Batch aber wieder weiter erzählen. Ich warte einfach, bis er mir irgendwas fragt. Was soll ich dich da fragen? Ich habe hier Zeug gebaut und es gibt wenig Referenzen, wo du viel dazu erzählen könntest, wo ich nochmal keine Ahnung habe, weil im Darkroom, da gibt es dann später kleinste Dark Ride der Welt und die Brillibis Dark Ride. So there are two Dark Rides from alle Rassen aus, so the smallest Dark Ride of the world and Brillibis verrückte Reise, another trolling Dark Ride from alle Rassen aus. Dazu könntest du was erzählen, ja, keine Ahnung. Benutzer knows more about these rides than I do, because it was before my time. Before I knew alle Rassen und Benutzer und so. Ich kenne die ja erst seit 2 Jahren. Ein Jahr? Oh, ich habe keine Ahnung. 2 Jahre sind es, glaube ich, mittlerweile oder anderthalb. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aber da verstecke ich jetzt mal das Ganze, damit es ein Dark Room auch wird und schön dunkel ist. Und Benutzer erzählt wieder nichts, weil ich zu viel rede. Super. Okay. Ja, was soll ich denn erzählen? Also, seht euch den Berg an. Seht euch an, wie ihr den wunderbaren Berg baut. No one ever has built such a pretty mountain like this. Look at the skills that you have. And ja, look how da hat er recht, how da hat er built recht. The mountain. And I should talk a lot, said Batch. So look at the beautiful mountain with a beautiful terraforming tool use. And look how good he did this. Okay, he's first of all, he's right. I'm doing this great. Second, I ask about the Dark Rides. Ich hab dir wegen der Dark Rides gefragt, weil du da mehr Ahnung hast, was der Rasten da für Hintergründe hatte bei den 2 Dark Rides. Weißt du, ein bisschen Hintergrundinfos zu diesen 2 Dark Rides? Also die kleinste Dark Ride der Welt und Brilli die Bies verrückte Reise. Ja gut, das sage ich aber nur auf Deutsch und du darfst übersetzen. Okay. Also, kleinster Dark Ride der Welt war ein Wettbewerb für einen Hannibal. Mhm. Der hat gesagt, hier habt ihr eine kleine Fläche, baut da einen Dark Ride rein. Okay. So, the smallest Dark Ride of the world was for contest. Hannibal said, here is a place, put a Dark Ride in and alle Rassen was trolling. Something like that. Ja. Deswegen die kleinste Dark Ride. Und Brillibis verrückte Reise, muss ich ein bisschen ausholen. Brillibis, super YouTuber. Und hat da so Zeug gemacht. Und in seine Vorstellungsvideos erregt er sich über bestimmte Sachen immer auf, die ihn halt stören bei Parks, wie zum Beispiel nicht verkleidete Säulen oder wenn was schwebt oder schiefe Bäume, weil es gibt keine schiefen Bäume in Bonn angeblich. Und da hat der Rasten. Hat da einen Dark Ride gebaut, damals nur mit Unterstützung von einer anderen Person. Ja, aber da gehen nicht näher drauf ein, schaut euch seine Videos an. Und ja, das ist dann Brillibis verrückte Reise. Ja genau, so Brillibis verrückte Reise, also a trolling for the famous YouTuber Brillibi, der mal endlich mal wieder ein bisschen mehr Planet Coaster Content bringen könnte, gell Brilli, falls das hörst, was ich nicht glaube. Jetzt stresst den armen Menschen da nicht. Nein, aber ich find's cool, sein Zeug und ja, egal. Hätte gern echt mal wieder ein bisschen mehr Planet Coaster von ihm. Ach ja, aber ist ja wurscht.
Ja, so viel zu den Dark Rides. Habt ihr da mal ein bisschen Hintergrundinformation? So a little bit background information to the two Dark Rides from alle Rassen that we will place here in the Dark Room. Or have placed? Nee, will place. It's not placed yet. So it's think a lot about of terraforming. The poor English-speaking people say, don't know shit now about the Dark Ride because you don't translate it. Shame on you. I translated a little bit. The main information I translated, just not everything. But the main information was it was a dark ride. Yay. that's okay. It is. It wasn't a lie, at least. Sorry for talking a lot of shit here, but Batch invited me and I told him I will talk shit. So, That's fine. Ich meine, was sehen wir hier gerade? Noch mehr Terraforming. We see a lot of terraforming. Batch cut this video very great, as always. Cut? What is cutting? wortwörtlich, ich habe das nicht geschnitten, ich habe es einfach gerendert. I didn't cut out a lot here, but I recorded it, so it must be important or not. Also muss doch schon wichtig sein, wenn ich es aufgenommen habe, dieses tolle Terraform. But I'm very proud to can be here and on this famous channel. That's great. Yay, aber... Ja, der Darkroom, auch mal wieder speichern. Nichtsdestotrotz, wir haben den Darkroom schön terraform. Es muss ja alles schön sein. Kein Schwanz sieht es. Nobody sees it at the end. That the terraforming is done right here in this Kuppeldings da gedöns. It's not a cube. I don't know. Auto. Na egal. That jetzt gibt's den Eingang. Used a German slang, kein Schwanz sieht es, will be translated as no dick ever will see this. That's correct. das ist so. Yeah, this dome. So this dome is nicely terraformed now and everything's fine and blah 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 blah. But it's pretty empty and the idea was to have in this area neon stuff, also ganz viel Neon in dieses Areal. So ein bisschen passend auch zum Cube hier. That it fits a little bit to the cube. So neon trees, neon this, neon everything, just to keep it dark and no lights at all. Really no lights, only neon glow. Das war's eigentlich, ja. Und the cube passt eigentlich super rein, fand ich. Irgendwie passt er da in das Darkroom. So I have my blueprint and I have Rustin's blueprint with the dark rides and the dark room. Yay. Fits pretty well. Hat eigentlich gut gepasst, fand ich jetzt. By the way, sorry in advance if my microphone sounds like shit. It's like a Discord issue. Das müsste eigentlich ganz okay sein. Also ich höre dich ganz gut. Das heißt, mein Aufnahmeprogramm nimmt dich eigentlich auch ganz gut auf. Ich hoffe nur, es ist korrekt eingestellt und wir müssen es nicht nochmal machen, denn wir haben keine Testaufnahme gemacht. So, we didn't do a test recording. professionals on work. Aber egal. Ihr seht hier, glow here, glow da, glow everywhere. You see a lot of glowing objects here. Easter egg. Because there's a little story part in live stream from Alle Rassen aus, people always ask, oh, where did you meet username, blah blah blah, how do you know him? And so we created a story. We met up in a dark room and it was dark and they did stuff, genau. Also sie haben da sich im Darkroom getroffen und haben da Zeug und so haben sie sich halt kennengelernt. Ganz, ganz normal, wie man sich halt kennenlernt, ne? So wie es halt ist. Aber ja, das Easter Egg ist hier noch gar nicht platziert in dem Speedbuild. The Easter Egg is not yet placed in the Speedbuild. I recorded it. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt aufgenommen habe. Easter Egg Platzierung habe ich oft mal nicht aufgenommen, so I often did not record or not often. Sometimes I did. So if you not have Easter Eggs. It now, download this park and search the Easter Egg. Ja, genau. Sucht's euch. Das ist ein recht cooles Easter Egg eigentlich. Ja, hier habe ich jetzt gesehen, ich habe die vom letzten Speedbuild jetzt die Dark Ride verschoben. So I moved the Dark Ride into this Dark Room. It's way better than what I had before. I'm sorry. This little dark room I created before was
Kinda shit. Also es war echt kacke, wie ich es vorher platziert hatte, in diesem kleinen Raum mit Dark White links und rechts und dann noch irgendwie den Cube davor geklatscht. So wie es jetzt ist mit dieser Kuppel, muss ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Habe ja am Anfang ja ein bisschen, soll ich wirklich diese riesen Kuppel da hinstellen? So I struggled a little bit using this dome, but I do not regret it, it looks way better than before. Ja, dann müssen wir natürlich alles wieder integrieren und noch mehr Terraforming. A lot of Terraforming in this episode, you know. Aber ja, da kommt die kleine Terraforms, to all viewers, an alle Zuschauer, schreibt mal den Badge in die Kommentare, ob euch die Speedbuilds zu schnell sind und ob er endlich auf mich hören soll. Write down in the comments if the Speedbuilds way too fast. I try to render it with 6x speed, now it's 10x speed, just for information, and username always recommends, use 6x speed, it's so fast. Da geht wenigstens ein bisschen was, gell? So, a little bit of action at least when you use 10x and more. But with 6x the video would have been over half an hour. I thought this is a little bit long. And I did not want to cut it in two pieces, then we have two 15-minute videos. I don't know. Also, ihr wollt das nicht in zwei 15-Minuten Videos machen. Ich finde das I'm just joking around because okay. I say it's very often to batch. Aber hier, habt ihr gesehen? Ja. Hier, ich cutte die Ecken, damit die Leute nicht durch diese tollen Glow-Dinger, die ich am Rand gesetzt habe, durchglitschen. Hm? Professionelles Arbeiten. Nur mal zur Info. So, professional working here. I used borders, so the people will not glitch to the glowing edges. Ja, musst du einfach erwähnt haben. Diese glowing edges finde ich richtig cool eigentlich. Corners. Nein, ich meinte edges. Das sind ja die Kanten vom Weg. Edges wären die, okay. Die... Aber ja, Edges ist auch okay. Edges ist fein. Aber ja, okay. Sieht schon cool aus, fand ich. Jetzt hier mit dem so ein kleines, nettes Detail. Hab nicht die Panels genutzt, sondern meine eigenen Teile, weil die 8 Meter lang sind und braucht natürlich weniger Teile. So I used 8 Meter Pieces for the passing decoration instead of the panels. Yeah, it's TMTK, but it's 8 meter instead of 4 meter, so only half the amount of the pieces. Also, gell? Nur die Hälfte der Teile gebraucht dafür. Toll. Piece efficient. Oder so. Effizient. Teile effizient, genau. Versuche ich ja immer zu bauen. Nicht immer, aber ich versuche es. Das sieht schon ganz cool aus da unten, finde ich. Ja, da habe ich die Beleuchtung wieder zurückgemacht. Die hatte ich vorher gelöscht. Im kleinen Raum. So, I deleted the lights. Now back. you see the color of cubes batch placed here. It's cube because of performance. Batch wanted first to place circles. Mhm. Round things. But he thought, oh no, too many edges. I make cubes. Ja, genau. Es kann aber gut sein, ja. Kann mich nicht erinnern. Kann sein. Nee, es war Blödchen. da kommen Bänke und so sogar hin. Also, is there even some Bänke? Bänke? Oh, Bänke? Benches? Benches, oh danke. Benches. Schön. Oh Gott. Ja, Benches. So, everything here, Benches, Mülleimer. Oh mein Gott, ich bin heute echt nicht Batch so spät. Build Benches. It's a great video title. Batch built benches, yeah. And then he doesn't build a single one, yeah. Und habe ich nicht eine gebaut. Aber ja, hier der Cube, das ist eine Idee, die von dir kam. Der Cube, dass der einfach so ein bisschen dunkel war, dass man dem ein bisschen echt mehr Struktur gibt. Ja, du hast da mal was gesagt gehabt, bin mir sicher. Echt? Das weiß ich nicht mehr, ich sag's so viel, wenn der Tag lang ist. Ja, ja. Und to give it a little structure, I just decorated the edges here from the cube as well and it looks way better. Es sieht nur so sieht echt viel organisatorische aus. Frage. Hast du im Auge, wie lang das Video geht? Weil ich sehe es ja nicht. Nicht, dass auf einmal Ende ist. Und, ne? Es geht noch, oh ja, stimmt. Also es geht noch 6 Minuten 30 Sekunden. Ah, okay. 6 Minutes left. Ah ja, die Bäumchen da, die LED-Bäume, die kann man ja animieren. Die findet ihr auf meinem Workshop. So, on my workshop, these glowing trees. Color can be changed and I created a little sequencer for them.
Just circling around the colors. Yay. Yeah, every tree has a sequencer. Jeder Baum hier hat einen kleinen Sequencer. Yeah, it's very important to see how he builds sequences, because... Yeah, es kommen immer mehr Fragen dazu auf. Also, ja. Ja, es gibt Leute, die das interessiert. In touch speed. So. I should stop blaming Batch in his own video. Kriegt er alles zurück irgendwann. Verpasst nicht das tolle Video, das bald beim Benutzer kommt. Nö, don't, mit don't vertical, watch my channels. Mit ach ja, egal. Ich sag nur Vertical Videos. Not drin. Here for self-promotion for my awesome channel. Don't watch it. Nee. Just here because I was invited. Ab und zu könnt ihr schon mal hingucken. Zum Beispiel, der Johnny Wills machen, also am Montag, sprich morgen, haben wir gehört, dass für den Contest die Aufnahmen starten sollen. Echt? Ja. Ah, cool. Bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich hoffe wirklich, dass das passiert. Aber falls nicht, beim Benutzer seht ihr jede Contest-Submission vom Channel 5. Contest? Könnt ihr euch wenigstens mal angucken? Jetzt hör mit der Werbung auf. Stop making Werbung for me. Hab's extra nur in Deutsch gemacht. So. Extra only in German, so only a few people will get it. Da habe ich umprobiert mit diesen Lichtern. Diese Teile da, die sind ja cool. Diese Dinner-Teile. So, these dinner pieces are really cool. I love to use them, especially in this area. And they have lights on the more or less so glowing circles, I would call it. They're not really lights. You see? Kann man nutzen, sieht relativ cool aus, aber ich glaube, ich habe es weggemacht. If this not grid pieces. Oh ja, das ist echt scheiße. Aber immerhin, wenn man so einfache Sachen, die man mit den Grid Pieces bauen kann, damit bauen kann. Ich meine, hier habe ich einfach mal die Wand kurz hingebaut, dann habe ich sie gedreht als eigene Szeneriegruppe. Buff, passt. Gibt einen netten Effekt. So, you can build at least when it's possible to use the grid pieces. You can spare a lot of pieces because you don't have to use panels to get this glow effect here. Das ist halt echt schön. Ja. Man kann sie gut einfärben, sehen gut aus. Ich hatte es am Anfang noch in grün-rot, Rastenfarben. So, started with green and red for reasons. But it didn't look very nice in my opinion. Also das hat einfach nicht zum Darkroom gepasst irgendwie, weil alles ist so blau, gelb und da hast du dieses grün-rot, das hat einfach nicht gepasst hier, sorry. So it didn't fit, you see it here? It looks a little bit awkward. Also das sieht schon ein bisschen komisch aus. Dann habe ich es hier, jetzt färbe ich es um. Ja. Dann habe ich es dann wirklich an die Farben angepasst, die im Darkroom vorherrschen. Und es sieht halt gleich um Welten besser aus. Vor allem habe ich die zweite Reihe LED habe ich deaktiviert mit Schwarz. So, I removed the second row of LEDs on these ports. It looks a little bit cleaner, a little bit better, in my opinion. Also hat mir jetzt halt am Ende doch besser gefallen. So. Ist nicht ganz so wuchtig. Ah, das passt schon. Finde ich jetzt. Kann man lassen. Ich habe, glaube ich, aber noch die Lichter da oben gestellt. Das ist jetzt echt so eine Sache. Ich habe das Ding jetzt schon vor... Boah, wie lange ist das her? 2 Monate jetzt schon fast, gell? Dass ich es gebaut habe. Ja, so langsam, alter Mann, die Erinnerungen gehen langsam verloren. So, old man badge. Slowly the memory. Yeah, I covered it. Yeah, I was annoyed by the lights. It didn't look pretty well, so I removed it and... Basic Shapes. In dem Park habe ich verdammt viele Basic Shapes genutzt, gell? Für verdammt viele Sachen. Die passen aber hier. Also, ne? Ja, man sieht es am Ende eh nicht. Ist dunkel, hätte sogar glitschen machen können. Hab's natürlich sicher hin und her geschoben, damit es eben nicht glitscht. Und naja, haben wir trotzdem die Mühe gemacht. So, das ist wichtig, wenn man es nicht sieht, dass es nicht glitscht. Das finde ich gut. Ja, da siehst du immer ein bisschen hoch und runter gemoved noch. Ja. Ja, und dann kommt natürlich hier die Schräge am Weg angepasst. So, a little. Ja. Just no rocks. I wanted everything in black here. It's the dark room, so... LED and black, that's all I want to have here. Aber da sieht man es da. Ich konnte ganz easy, der Weg ist gerade, die Dinger hochziehen. Das ging relativ fix. Und dann habe ich einen extrem langen Weg dekoriert gehabt eigentlich, gell? Tada, ich bin oben und das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn man reinläuft. It's not highly detailed or whatever, but it looks great and you don't need to. Super high. It's a dark room. You don't have high details in dark room because
It's dark. Genau, aber ein paar coole Effekte und so kann man sich schon mal gönnen. Und ich glaube, das haben wir eigentlich in dem Raum. Das passt schon. Die Wege mit den Dingern hier und die Leuchtebäumle. Also es gibt schon so einen kleinen Wow-Effekt, wenn man reingeht. So, there's a little Wow-Effekt, if you go into the dark room. That was the goal. Ah, das nächste Mal kommt apropos wieder das Museum. Wieso sage ich immer Museum? Next time the museum. No, the opera house. Also next time the opera house again. Ah, wird auch spannend. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos dazu kommen, aber da kommen noch ein paar. Ein paar Leuten habe ich schon gezeigt. Finden es cool. Ich bin mal echt gespannt, ob das in der Bilder-Bracket bleibt. Weil, gell? So, Batch is sorted as a builder. Batch the builder. Yeah, batch the builder. I think that's so funny. Yeah, I explained it in the first speed build from the Opera House. I explained why, because usually I don't care if I'm a builder or master, legend, whatever. I mean, I am a legend, yes, but I don't care. You know what I mean? To be honest, Batch just want to make sure he has a good place in the contest, so he did everything to stay in the builder bracket. No, that's why. No, that's a lie. Nein, das wollte ich echt nicht. Muss ich trotzdem sagen. Auch wenn der Benutzer hier wieder Scherzle macht, muss man schon nur dazu sagen. Gell? Not a joke. Yeah, it was a joke. Mm-hmm. No. Definitely, it was a joke. I'm just here to tell the truth. Okay, wir sind schon lange durch mit Videos, sehe ich grad. No. Es hat schon wieder von vorne angefangen, das Video, gell? Leute, haben wir doch hier schön geredet. Danke fürs Dasein, Benutzername, also thanks for watching, wäre besser, also danke fürs Angucken, thanks for being here. Danke, dass ihr da sein durfte und dieses Video mit meinen geistreichen Kommentaren bereichern, es war mir eine Freude. Ja, das ist ein lustiges Video, was jetzt ein bisschen Überlänge hat, aber das kriege ich schon irgendwie gecovert mit irgendwelchen Schnipseln, also wünsche euch, ciao zusammen, bye. Servus.